herzlich willkommen. Ich bin Julia und ich zeige Ihnen heute die Steleschleifmaschine DSST in der Ständerausführung. Neben der Ständerausführung gibt es auch noch die Tischausführung und die Nachschliffeinrichtung. Und beim Motor können Sie zwischen einer und zwei Drehzahlen wählen. Aber auch der Tischaussatz ist frei wählbar. Hier gibt es den ATF, das ist der feststehende Auflagetisch, den ATK, das ist die Spannleitstufen-Schleiferichtung, und dann gibt es den ATS, das ist der Federschwingtisch. Und den habe ich hier stehen. Der ATS hat eine T-Nut zur Aufnahme eines optionalen Winkelanschlags. Außerdem ist er in Blattfedern gelagert zum Oszillieren vor der Schleifscheibe. Das bedeutet, das Schleifstück kann beim Schleifen still gehalten werden, während der Tisch sich bewegt. Zuletzt ist der Tisch stufenlos verstellbar in der Neigung von minus 5 Grad bis plus 15 Grad. So können zum Beispiel Radien angeschliffen werden. Kommen wir nun zu den Schleifscheiben. Standardmäßig hat die linke Schleifscheibe einen Durchmesser von 175 mm und die rechte Schleifscheibe einen Durchmesser von 125 mm. Optional können beide Schleifscheiben einen Durchmesser von 175 mm haben. Standardmäßig ist bei der Grundausstattung links die Silizium-Carbid-Topf-Schleifscheibe drauf und rechts kann eine Diamantschleifscheibe bestückt werden. Und dies ist auch bei uns erhältlich. Und wenn Sie auch so eine Maschine bei sich in der Werkstatt stehen haben wollen, dann melden Sie sich bei uns.